Grüß dich. Tür ist zu. Jetzt richtig. Fenster hoch, Klimaanlage an. Hallo Gregor. Hallo Willi. Herzlich willkommen zur BMW Mini Abschlusstour 2022. Mit dem Ziel Gran Canaria im Süden. Das wäre schön. Das ist schön. Ich weiß nicht, was haben wir für Reichweite? 581 Kilometer. Wo kommen wir da hin? Nicht weit genug. Na, du hast so viel Bundesliga-Bustouren auf dem Sattel. Richtig. Wie weit kommt man? 580 Kilometer, schätzungsweise. Ich sag Flensburg, 550 aus Leipzig. Könnte reichen. Also auf jeden Fall nach NRW. Da gibt es ja auch genug Teams, die man da abklappern kann, oder? Was meinst du? Da hast du recht. Sehr gut. Richtung Süden. Ah, warte mal. Also Erlangen auf jeden Fall. Das ist zu nah dran. Da kommen wir hin und wieder zurück. Ja. Passt. Aber ich muss sagen, also so Handballstadion jetzt irgendwie, das reizt mich jetzt auch nicht unbedingt so als Reiseziel. Nein? Nee, das nicht. Da sind wir schon beim ersten Punkt. Kleines Fazit. Erstmal, willst du was trinken, Gregor? Ja, ich guck schon gierig. Ich trinke ein Wasser, ne? Darf ich dir was zu trinken anbieten? Ja, unbedingt. Ich trinke Wasser. Willst du austrinken? Was haben wir denn dann für ein Wasser? Sachsenquelle Medium. Sachsenquelle Medium. Tolles Getränk. Ich mache ja auch Werbung auf die manchmal. Ja? Ich würde ein Urkostitzer alkoholfrei nehmen. Ja, wenn das so ist, dann mach ich das natürlich auf. Das wäre super. Man muss ja auch die Stimme ein bisschen ölen. Ja, nicht, dass ihr erschreckt, es ist Urkostitzer alkoholfrei. Das ist der blaue, Deckel. Geht. Cheers, Gregor. Du hast ja heute noch Training. Ich freue bloß und wir machen Urkostitzer alkoholfrei. Alkoholfrei, ja. Herrlich erfrischend. Gregor, das Jahr, die Saison neigt sich dem Ende zu. Mhm. Wir haben noch 3 Spieltage, vorab schon mal gesagt. Ja. Aktuell. Kurzes Feedback oder kurze Analyse zur Saison. Also es war eine Saison mit Höhen und Tiefen. Das ist der Hönige, guck mal, Hönige auf dem Roller. Halbier trainiert. Natürlich, kommt vom FGZ. Mit Höhen und Tiefen würde ich sagen. Also wir hatten immer wieder Phasen, wo es sich großartig angefühlt hat. Wir hatten aber auch immer wieder Momente, wo du dir denkst, ach du Scheiße, das war jetzt mal gar nichts. Und genau, deswegen würde ich sagen, durchwachsen. Also unsere Tabellenposition ist okay, gerade nach dem 10 Spiele ungeschlagen Lauf, dann jetzt so Anfang des Jahres fühlt es sich irgendwie schon schwierig an jetzt gerade. Also wir haben es irgendwie nicht komplett in Sand gesetzt, aber es fühlt sich gerade irgendwie voll so an. Ist ein bisschen schade. Aber wir hatten auch gesagt, vor Weihnachten nochmal die Phase, wo wir gegen Minden zu Hause verloren haben. Genau, das war auch nochmal so ein Tiefpunkt und danach haben wir gleich wieder losgelegt und haben die Serie gestartet und so. Also deswegen, es war wirklich ein Hin und Her. Ja, das stimmt. Ich weiß, dass du in Stralsund geboren bist. Ne? Das ist richtig. Das habe ich rausgefunden. Im Sportwasser habe ich das gelesen. Wow. Aber dann ja seit der E-Jugend beim SCDF Leipzig. Also du bist ja, ist es richtig? Naja, nicht so ganz. Also ich war praktisch schon beim Handball, bevor DFK gesagt hat, wir starten jetzt unsere Handballinitiative. Ja. Da war ich beim SG Motor Gohlis Nord. Bin in Gohlis auch aufgewachsen, bis eben nach der Grundschule, dann bin ich schulisch dann ans Rodgym gegangen. Ja. Aber genau, SG Motor Gohlis Nord und witzige Anekdote, mein Vater hat zuerst beim HCL angerufen. Bis sie dann gesagt haben, Gregor, das ist aber jetzt, sag mal, ist das kein Mädchenname, oder? Bist du nicht Gregoria? Warum? wir haben nur Mädels. Und dann war praktisch der zweite Anlauf, dann goldrichtig, Motorgoles Nord. Ja, aber nicht Heiko Moswig, mein erster Trainer. Und genau, dann nahm alles so seinen Lauf. Und dann kam irgendwann die Frage, hey, DFK startet hier was, will praktisch die Mogono Handballabteilung jetzt zum DFK Handball migrieren. Und dann war großenteils, glaube ich, so die Ansage, ja, das machen wir. Klingt spitze, die Perspektive war ja auch da und dann nahm das Ding richtig Fahrt auf. Das ist stark. Also du bist ja quasi nur in Stralsund geboren und dann direkt nach Leipzig gekommen. Also bist du ein Leipziger Jung und vor allem ein DFK-Jung eigentlich. Ja, das würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Also du hast quasi alles miterlebt, alle Höhen. Ja. Wenige Tiefen, also aus Vereinssicht beim SCDFK. Ja. Was würdest du denn als für dich als der größte Erfolg oder der größte Erfolg in der in meiner persönlichen Laufbahn?
Oh, ich würde sagen, dass damals so die deutsche Meisterschaft oder die deutsche Meisterschaften, auch wenn die nicht für sich stehen einzeln, aber so als Jugendmannschaft, irgendwie, du bist mit Gleichaltrigen zusammen, ihr ackert da das ganze Jahr, ihr müsst euch durch die Schule kämpfen, aber auch durch das Training, und es war weiß Gott nicht wenig und weiß Gott nicht wenig anstrengend. Genau, das, und dann am Ende kannst du das krönen und hast am Ende noch eine krasse Abschlussfahrt und alle sind wieder dabei, und das war schon sehr, sehr tolles Gefühl, und gerade weil alle irgendwie auch ähnliche Interessen hatten, damals gleiches Alter und so, das war schon cool. Muss ich so für mich nochmal auch so sagen. Ja. Warst du beim Final Four dabei? Nee. Damals? Nee, das habe ich nur von zu Hause verfolgt. Aber du warst ja, was ist jetzt? Aber du warst ja quasi DFK. Also es war. Du hast aber alle Erfolge quasi im DFK-Verein, quasi im DFK-Dress mitgemacht oder miterlebt, sagen wir so. Ja, also auf jeden Fall entweder mit Brüllen ganz oben auf der Tribüne in der Arena oder eben von zu Hause, vom Fernseher aus oder eben dann wirklich auf der Platte. Ja, ich finde, es macht es halt auch gerade aus mit der Akademie und mit den jungen Spielern, wenn die dann halt auch regelmäßig bei den Bundesligaspielen sind und das dann halt auch live immer vor Ort begutachten oder dabei sind und dann peu à peu dann immer einer aus der Akademie mit rauskommt, finde ich immer beeindruckend oder finde ich cool, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist dann eine ganz andere Verbindung, glaube ich, zu dem Verein. Ja. Oder schafft eine Verbindung zwischen der Bundesliga und den ganzen Jugendmannschaften. Es neigt sich jetzt, wie haben wir schon gesagt, dem Ganzen dem Ende zu. Ja. Die Saison neigt sich dem Ende zu und für dich neigt sich wohl auch deine handballische Laufbahn dem Ende zu, oder? So ist es. Was ist denn? Ich dachte, das ist ein Gerücht. Nee, das ist kein Gerücht mehr. Also da muss ich jetzt nichts dementieren oder so. Ich habe mir Gedanken gemacht über die ganze Saison und habe dann Anfang des Jahres, also in dieser Pause zwischen der Hin- und Rückrunde, habe ich dann für mich klar entschieden, ich möchte mal einen Strich ziehen unter dem ganzen Handball-Thema für mich. Und genau, das war wirklich eine Mischung aus so verschiedensten Dingen, die mich dann dazu gebracht haben. Einfach, also ich bin wirklich sehr gerne in Leipzig, und wie du gerade schon gesagt hast, ich bin auch schon sehr lange in Leipzig. Meine Großeltern sind hier, meine Eltern sind hier. Und ich habe das sehr genossen immer, dass sie in meiner Nähe waren. Und ja, praktisch, wenn dein Vertrag nicht verlängert wird, dann musst du dich damit beschäftigen, wo soll es denn hingehen? Und da war ich praktisch noch ein bisschen skeptisch, ob ich das wirklich will. Dazu kam, wie du gesagt hast, so diese Verletzungsthematik, eben, ja, die Schulter tut regelmäßig weh und man weiß nicht so richtig, wie man es hinkriegt. Und genau, das hat mich dann auch dazu noch belastet. Weiterhin war dann auch die Frage, macht es mir noch so Spaß? Also bin ich noch voll drin und genieße es praktisch, tagtäglich bzw. wöchentlich dann nach einem Trainingsplan zu leben? Das ist teilweise sehr komfortabel, weil die Arbeitszeiten sind wirklich gering im Verhältnis zu dem, was wirklich echte Menschen, echte arbeitende Menschen praktisch da mal lochen müssen. Also es steht da keinem Verhältnis. Aber seit ich praktisch 10 bin, habe ich 7 bis 8 Mal die Woche, wenn nicht mehr, Sport gehabt. Und da hat sich dann für mich auch angekündigt, ja, also irgendwie gibt es ja auch noch was anderes. Genau, da bin ich jetzt einfach gespannt drauf, wie mich das echte Leben begrüßt. Nachdem man jetzt so viel auch Komfort im Handball hatte. Aber eben auch fast jedes Wochenende unterwegs. Nur bedingt Möglichkeiten, spontan mal zu sagen, jo, darauf habe ich jetzt Bock oder den und den möchte ich mal besuchen. Ja. Genau, und die Entscheidung muss man einfach dann treffen, ob man das so machen will oder nicht. Und ich habe gesagt, nö. Hier drüben ist eine Halle in der, warte mal, wie heißt die Straße hier? Sleevogtstraße. In der Yorkstraße. Nee. Nee? Sicher. Wenn wir jetzt hier rechts reinfahren? Ja, das ist die. Ich glaube, hier müssen sich legendäre Schlachten abgespielt haben, so berichtet mir Enrico das. Ja. Da hat Matscha, glaube ich, seine Kinderschuhe gelassen. Ja, hier, Mokka-Sleevogtstraße, das ist hier die Straßen, Bushaltestelle, genau. Also hier die berühmt-berüchtigte Halle. Genau, und hier gingen auch Teile meiner ersten Handballeinheiten. Also so, wir haben, glaube ich, hier mal trainiert und dann noch in Eutritsch.
hat sich immer mal abgewechselt. Freitag war, glaube ich, in Oltritsch und hier war dann irgendwie anders. Und nach uns haben dann auch mal die Großen trainiert, also Matthias Albrecht, Lukas Binder damals. Die Großen ist Leipziger Handball. Immer die Halle wischen. Also den haben wir. Das hat er mir letzte Woche erzählt im Trainingslager, als ich die Halle mal kurz geputzt habe, bin ich gesagt, das habe ich auch jahrelang gemacht. Jahrelang. Mit dem großen Wischer. Das kann ich nur bestätigen. Also das ist nicht gelogen. Ich glaube, er war damals auch noch mit Abstand der Jüngste da und die waren da nicht zimperlich mit Aufgaben aufdrücken, glaube ich. Ja, da wächst man auch dran. Erstmal dein vorerst letztes Bundesligaspiel gegen Hannover dann. Ja. Kannst du dich noch an dein erstes Bundesligaspiel erinnern? Ja, das war gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Da war ich im Abitur und der DFK hatte Verletzungsprobleme, Verletzungssorgen. Ja, sorry. Danke dir. Netter Typ. Sympathischer Mensch. Er hätte auch bremsen können, ne? Wir haben ja beide gebremst. Wer war der auf halb rechts? Ich glaube Steini, also Christoph Steinert. Ja. Und Franz. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da Roja auch noch mit da war. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren irgendwie alle ausgefallen. Und ich glaube, war das ein Bundesligaspiel oder sogar Pokal? Naja, ich bin mir gar nicht mehr allzu sicher. Auf jeden Fall kam ich da rein und war natürlich mega aufgeregt. Und es war aber gleichzeitig Abiturphase. Also ich hatte einen Tag später mündliches Abiturgeschichte und war dann am nächsten Tag da und die wussten das auch. Und das war natürlich ein netter Türöffner mit meiner mündlichen Prüfung. Ah, ne, ich habe gehört, gestern, ne, erstes Spiel. Und ich so, ja. Du hast gesagt, und? Ich habe auch schon Geschichte geschrieben. Lassen Sie jetzt auch Geschichte schreiben. Nee, ganz souverän bin ich da nicht reingegangen in meine mündliche Prüfung, aber auf jeden Fall wussten die Bescheid. Und naja, das Spiel war an sich natürlich auch, obwohl wir leider verloren haben, ein Riesending für mich. Ja. Ja, das war dann auf einmal, wurde es ganz echt. Davor, glaube ich, ein paar Mal mittrainiert, aber als dann hieß, ja Gregor, also morgen bist du dann auch dabei und kommst dann auch wirklich, also das wusste ja keiner, aber ich wurde dann auch eingewechselt und habe dann auch ein Tor gemacht. Und ja. Ein Ball wurde, glaube ich, auch gefangen, aber ja. Ist schon mal besonders. Hey, wann war das? Ich glaube, das weiß ich nicht mehr. 2016? 16? Kann das sein? Wo war ich denn da? 16? 17. War wahrscheinlich bei den Rot-Weißen. Nee, sicherlich. Hey. Ja, da geht die Zeit schnell rum, ne? Ja, schon. Dann wirst du ja erstmal in Leipzig bleiben, ne? Absolut. Was hast du denn vor? Also ich will meine Cousins und Cousinen besuchen. Ja. Also ich will mir praktisch erstmal, wie ich es vorhin gesagt habe, mal nicht nach einem Trainingsplan oder so leben, sondern mal mir anderweitig auch ein paar Freiheiten gönnen. Wo geht's da hin? Urlaub? Also erstmal, genau, meine Cousins und Cousinen sind so um Deutschland rum verteilt, München, Berlin und Zürich. Und da würde ich praktisch auf jeden Fall auch mal ein bisschen längerfristig mal hinwollen. Und da einfach mal schauen. Man sieht sich halt oft in Leipzig oder wenn wir jetzt mal telefonieren oder so. Ja. Aber ich habe da ein sehr enges Verhältnis zu und das wäre auf jeden Fall was ich jetzt noch geplant habe. Mein Bruder, der jetzt in Jena studiert, den will ich auf jeden Fall auch besuchen. Ach, Jena, immer noch reisewert. Siehst du? Also genau, da freue ich mich auch schon drauf, weil dann muss ich mir eben nicht Gedanken machen, hey, übermorgen oder morgens wieder Training, wie komme ich zurück und so, sondern da kann ich einfach dann mal da bleiben und den Leuten dort auf den Senkel gehen und die müssen mir alles zeigen. Als würdest du jemals jemanden auf den Senkel gehen? Das hast du jetzt gesagt? Nee. Ich denke, das wird eine coole Nummer und allein da freue ich mich schon sehr drauf. Und genau, dann im Sommer wollen meine Freundin und ich auch noch mal groß verreisen. Also ein Monat ist für mich schon sehr groß, weil alles, was ich jetzt aus den letzten Jahren gewohnt war, ging nicht über anderthalb, zwei Wochen hinaus, würde ich eigentlich sagen. Da haben wir auch noch mal 4 Wochen gemeinsam geplant. Beziehungsweise sind wir jetzt gemeinsam am Plan. Ja, ich sehe da gewisse Parallelen zu Kim Ekdal-Jüri, muss ich sagen. Ja. Das ist natürlich jetzt ein großes Kompliment. Auf jeden Fall. Wie ich gehört habe, hat er auch talentiert. Vielseitige Interessen und so. Das entspricht mir auch, glaube ich. Talentiert, intelligent. Und wo man natürlich sagen muss, handballerisch sind das doch nochmal zwei Welten. Also da würde ich jetzt. Ja, klar, Linkshänder und Rechtshänder, natürlich sind es zwei Welten. Also so, hä? Ich sehe da schon Gemeinsamkeiten. Beide Beine.
Beine bis zum Boden, zwei Arme, also da sind schon. Genau, genau. Nur was eben auf dem Spielfeld passiert, das würde ich nochmal differenzieren wollen, aber per se nehme ich das Kompliment gerne an. Ich nehme das, ich sag mal so, ich hake dich noch nicht ab. Ich werde die Nummer noch ganz oben speichern. Okay. Ja, also, falls mich jemand fragt, ich gebe es immer weiter, das habe ich dir gesagt. Ja, ich kann ja nichts dagegen tun. Nee, natürlich kannst du immer sagen, nee, willst du nicht. Aber vielleicht juckt es ja, irgendwann. Genau, da bin ich auch gespannt. Nee, ich bin gespannt, Gregor. Ja. Wir kommen nämlich langsam zum Ende. Und bevor es zum Ende geht, gibt es noch eine kurze Fragerunde. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ah, das wird ganz easy. Pass auf. Also, die große Fragerunde lautet entweder oder. Mhm. Ja. Jetzt hole ich meinen Spickzettel raus. Grün oder weiß? Weiß. Nee. Der tut ja schneller. Also weiß. Weiß. Ja, weil ich gerade weiße Schuhe anhabe. Du kannst auch Zeit lassen. Eigentlich grün. Ich lasse mal ein bisschen mehr Zeit bei den Antworten. Grün. Ich mag es im Grün. Okay. Urgroßitzer oder Sachsenquelle? Ja, Sachsenquelle. Fritz Cola oder Whey Protein Shake von Mr. Big? Fritz Cola, ja. Ja? Ja. Massage oder Eistonne? Massage. Ja, Eistonne ist überhaupt nicht mein Thema. Also das finde ich ganz schlimm. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber wen präferierst du da? Leon oder Steve? Ich bin öfter bei Leon, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe da eine klare Präferenz. Wer hat die weicheren Hände? Ich glaube Leon. Aber jetzt, also Leon ist Asche auf mein Haupt. Ja, Leon ist halt auch so ein Typ zum Anlehnen, weißt du? Also Steve ist so ein Malocher und Leon ist so ein Typ zum Anlehnen einfach. Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Da kann man sich jetzt große Feinde machen. Fahrrad? Ich finde das beides ist toll machen. Fahrrad oder Auto? Ja, das ist eine einfache Frage. Natürlich Fahrrad. Natürlich. Wenn ein Auto, BMW oder VW? Boah. Das ist ja auch eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, ich bin noch nicht so oft BMW. Wir sitzen hier im BMW. Ja, ich sag trotzdem VW. Ah, okay. Also ich bin öfter VW gefahren als BMW und irgendwie komme ich damit gut klar. Bist du fußballaffin? Nee, überhaupt nicht. BSG oder Lok? BSG. Natürlich. Chemie, mein Verein. Deutsch. Baleo oder Bulli? Wer ist ein Bulli? Einfach mit RB. Ach Gott, ja gut, natürlich bei Leo. Natürlich. Also den anderen kenne ich ja gar nicht. Also habe ich ja gar keine Assoziation. Cossi oder Schladitzer Bucht? Schladitzer Bucht. Das ist für mich näher. Und ja, das gehen wir oft auch als Familie mal hin. Und so. Das ist ganz cool. Kraftraum oder Laufbahn? Boah, das ist jetzt Pest oder Cholera. ich glaube Kraft. Ja, Kraft ist schon. Ja? Ja. Langhantel oder Gummi-Twist mit Haken? Langhantel. Ah, okay. Ja. Kaffee in der Dankbar oder Zocken an der Playsee mit Marc Esche? Kaffee an der Dankbar. Weil ich kann nicht zocken. Wüsste nicht, in welchem Metier ich da Marc annähernd das Wasser reichen könnte. Tetris, aber Tetris ist ja nicht zocken, was Marc Esche macht. Da habe ich keine Chance. Jetzt eine schwierige Frage. Ja. Im Auto mit Klaus oder im Bus mit Alex? Bus mit Alex. Ich bin aber auch schon regelmäßig mit Klaus gefahren und ich bin bis jetzt immer heil angekommen. Immer? Aber der fährt einen steilen Zahn. Also das ist ja, aber der kann es auch. Ne, also, natürlich. Also als ehemaliger Rennfahrer. Hat das Autofahren erfunden, habe ich das Gefühl. Deutsche Meisterschaft mit der A-Jugend oder erstes Auswärtsspiel in Kiel, was ja schon beeindruckend für jeden Handballer ist. Boah. Ich würde trotzdem sagen Deutsche Meisterschaft, aber ich muss sagen, also Halleluja, also in Kiel, das war schon krass damals. Und die haben sogar einmal für uns geklatscht, als wir gegen Barcelona gespielt haben im Vorbereitungsturnier. Das war der Sparkassencup oder so hieß es. Leipzig, Kiel und Barcelona. Ja. Und im letzten Spiel haben wir gegen Barcelona gespielt. Und genau, da stand ich auf der Platte. Und da haben die Kieler Fans für uns auch mal Stimmung gemacht. Alter, und es war nicht mal ausverkauft. Macht Spaß. War schon krass. Jetzt eine schwierige Frage. Putera als Torwart oder Putera als Co-Trainer? Ich finde, Putera als Co-Trainer hat sich wirklich toll gemacht. Deswegen würde ich wirklich sagen, Putera als Co-Trainer. Ja, fand ich sehr gut, wie er das macht. Die letzte Frage war eigentlich für Milo, aber ich stelle sie auch. Sächsische Schweiz oder die Schweizer Schweiz? Das werde ich demnächst herausfinden. Also ich war noch nicht so oft in der Schweizer Schweiz. Aber in der Sächsischen Schweiz. Aber in der Sächsischen Schweiz war ich schon öfter. Also beides auf jeden Fall eine Reise wert. Auf jeden Fall. Gregor, ich bedanke mich jetzt schon mal recht herzlich ja. für die angenehme Zeit. Jeder
da klingt ein Telefon. Das ist mein Telefon, aber ich jeder, glaub, das der mit mir die BMW-Abschlussfahrt macht, bekommt natürlich kleine Geschenke. Und da ich weiß, dass du leidenschaftlicher Fahrradfahrer bist. Ja. Oh, wie laut. Kriegst du auf jeden Fall erstmal eine Hupe, dass sich jeder in Leipzig hört. Oh, gefährlich. Dann, danke dir. Damit du immer wieder den Blick auch mal zurückrichtest. Ja, auch in die Vergangenheit, in die Zeit beim SCDFK Leipzig. Ein Rückspiegel für dein Fahrrad. Dankeschön. Was natürlich nicht fehlen darf, sind coole Speichenclips. Nice. Ja. Nehme ich auch gerne. Und ein Fahrrad-Outlet. Und natürlich, dass es auch keiner klaut, ein Windrad. Dazu muss ich jetzt eine traurige Geschichte erzählen. Jetzt kommt's. Ja, also ja. Hier vorm FGZ. Als wir aus dem Trainingslager aus dem Rabenberg zurückgekommen sind, ja, haben wir mein Fahrrad geklaut. Ich habe es an den Zaun angeschlossen. Es hat nicht gereicht. Ist auch ein bisschen selber schuld. Ja, jetzt, das ist wirklich traurig. Ja. Aber vielleicht wirst du dann demnächst mal ein neues Fahrrad holen. Ja. Oder? Natürlich. Ich habe auch noch ein Zweitrad. Das ist zwar eher also wirklich rudimentär. Ich dachte, ich habe gehumscht. Ach so. Sich hat sich die Uhr verändert. Wunderbar. Dann, Willi, ich gehe mit vielen Geschenken raus. Vielen Dank. Ich habe gehumscht. Oh, Pause. Das P steht nämlich für Pause. Ist das bewusst? Parking. Das ist totaler Quatsch.